Ein herzliches Willkommen hier bei Greifer Company und zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von Craft the World. Ja, es geht weiter mit meinen schönen Zwergen und ja, was soll ich da jetzt noch groß sagen? Es geht halt einfach weiter. Es geht natürlich jetzt wieder darum, hier erst einmal die wunderschönen Kisten einzusammeln, dann alles wieder vom Schnee, Bäumen und sonstigen Ungeziefer zu befreien. Mit sonstigen Ungeziefer meine ich natürlich wieder mal die wundervollen Ratten, die sich in meinem, ja, meinem Haus, ich weiß nicht, ob ich das schon Haus nennen kann, aber in meinem Haus eingenistet haben, schon wieder überall, und darum geht es jetzt erstmal, die blöden Ratten wieder aus dem Weg zu schaffen. In erster Linie. Und dann heißt es natürlich, weiter schauen, dass ich mehr Ressourcen bekomme aus dem Berg und mit dem natürlich dann auch noch ein paar Sachen machen kann. So, ein bisschen Koch. Noch ein paar Keulen. Du kriegst erstmal eine Spitzhacke und eine Axt. Dann bekommst du, ja, hier kommt die Stahlkeule. Es war ja irgendeiner gestorben und der Koch ist jetzt der Ersatz für den, der gestorben war. Mal schauen, ob ich alle noch up to date habe. Sieht ganz gut aus. Die sind alle noch ganz vernünftig ausgerüstet. Hey, ist so ein bisschen schwächlich, aber gut. Ich muss natürlich auch noch dafür sorgen, dass ich mal bessere Rüstung herstellen kann. Das ist momentan ja leider noch nicht der Fall. Da muss ich natürlich auch schauen, dass ich hier in der Forschung weiterkomme. Einiges haben wir ja schon freigeschaltet in den letzten paar Folgen. Und es geht jetzt darum, hier Stahl zu produzieren. Den brauche ich natürlich später dann auch, um andere Sachen noch herstellen zu können. Wie eben auch Rüstungen, die dann auch kommen. Das ist erst Leder. Wenigstens kommt dann schon Stahlspitzhacke und Stahlaxt. Damit kann ich auf jeden Fall schon mal etwas besser arbeiten. Wussten das hier oben noch nicht. Ach, das ist freigeschaltet. Ja, okay, Angel und Angelbedarf und sonstiges muss ich auch noch herstellen, damit ich weiter zur Farm komme. Alles klar. Und vor allem Stahl, dann komme ich auch noch weiter. Also Stahl produzieren heißt es dann entsprechend beim Fertigen den Stahl auswählen und dann könnt ihr einfach mal gleich Unmengen an Stahl herstellen. Das ist was, das brauchen wir sowieso immer. Dementsprechend produziert ihr das einfach mal, Jungs. Wenn angegriffen hat, du fightest da hinten gegen den Yeti ganz alleine, du bist ja auch ein Mutiger. Wieso bist du eigentlich da ganz hinten ganz alleine? Was ist mit dir los? Hast du dich irgendwie verlaufen oder was? Kriegst du erstmal ein Portal für den Fall, dass du das brauchen solltest? Wieso du da hinten rumgeisterst, weiß ich jetzt nicht, aber ist auch erstmal egal. So, ich möchte dann auch gleich mal das erste Bett hier oben schon aufstellen. Da soll ja später mein Schlafsaal entstehen. Da kann auch schon mal das erste Bett stehen, direkt an der Kante. Für den, der dann oben schläft, wenn er rausfällt, ist er auf jeden Fall tot, weil das geht weit runter. Das soll sich ja lohnen, ne? Wenn, dann richtig. Keinen halben Kram hier. Wenn er schon stirbt, dann muss er richtig sterben. Da drüber kommt ein Fenster. Hier kommt nachher auch noch so ein rundes Fenster hin. Wobei, nee, ich kann da auch noch andere Fenster bauen. Ich habe ja später noch bessere Fenster, weil die runden Fenster gefallen mir ehrlich gesagt nicht so wirklich. Die sind irgendwie sehen die ein bisschen bescheuert aus. Ich kann ja hier unten im Kellerbereich nochmal so ein Fenster da eins hinsetzen und hier noch eins für Spaß an der Freude. Dann sieht das wenigstens nicht ganz so trostlos aus. Außerdem hätte ich natürlich, dass ich mir gerne die Fackeln noch ersetzt. Könnt ihr die mal entfernen? Dass wir da dann vernünftige Lampen hinhängen. Keller können von mir aus Fackeln hängen, aber wenigstens hätte ich im normalen Bereich, also im Wohnbereich bzw. Arbeitsbereich, dann doch schon gerne vernünftige Lampen. Einfach nur der Optik halber. Sieht ein bisschen schöner aus. Und bringt natürlich auch ein bisschen Komfort. Was dann dazu führt, dass die Zwerge sich schneller erholen. Und das ist auch wichtig. Keine Frage. So, jetzt will ich hier noch ein paar neue Wände haben. Holz dürfte ja zur Genüge vorhanden sein. Kann ich hier den Bau nämlich auch mal ein bisschen wieder voranschreiten lassen. Dass hier alles ein bisschen vorwärts geht. Ja, erstmal baue ich jetzt hier alles mit Holz fertig, weil die Fenster werde ich später dann fertigen, wenn ich sie dann fertigen kann. Im Moment geht das ja noch nicht, also kommt hier erstmal überall Holz hin. Ich will jetzt wenigstens erstmal das grundlegende Gebäude soweit fertigstellen, damit die Zwerge auch einen vernünftigen Wohnbereich haben und sich auch vernünftig wieder regenerieren können alle. Das ist mir jetzt gerade am wichtigsten. Das erstmal fertigzustellen. Dann kann ich auch noch schauen, dass ich weiter fortarbeite, also durcharbeite. Ich hatte ja hier schon angefangen. Was brauche ich jetzt, um mein Gebäude weiterzubauen?
Das ist das Schöne an den Gerüsten, deswegen mag ich die auch so sehr, weil man die halt einfach abbauen kann, um dann dementsprechend einfach woanders die wieder hinstellen. Ach, das kann man auf das Doppelstockwerk drauf machen. Okay. Gut zu wissen. So, weil da kann ich nämlich hier direkt den Zwergen auch gleich sagen, sie sollen dann die nächste Etage bauen. Das ohne irgendwelche Leitern anzufertigen oder sonstigen Spielkram zu machen. Weil ich glaube, da hinten an die Ecke kommst du nicht ran. Ich kann das Gerüst noch einen zur Seite setzen. Da auch an die Ecke ran. Wir können ja mal einen zur Seite noch sich bewegen und dann da arbeiten. So könnt ihr nämlich dann die ganze Etage hier noch komplett fertig zimmern. Dann würde ich jetzt hier auch anfangen, so ein Giebel zu bauen. Das ein bisschen schön hinzukriegen. Das wäre so jetzt meine Idee. Mal gucken, wie ich das am besten umgesetzt bekomme. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wo ist das Essen? Gibt es keins mehr? Ah, die Ratten haben das ganze Fressen aufgefressen. Ja, habe ich denn noch was auf Lager? Ja, ich habe noch ein bisschen was. Dann werde ich das natürlich mal auf den Tischen hier verteilen, die hier noch stehen. Die Tische sieht man natürlich jetzt nicht mehr so richtig, da die jetzt die Betten im Weg stehen. Finde ich eigentlich ganz lustig, dass die Tische hinter den Betten verschwinden. Das muss ich dann nachher auch noch ein bisschen optimieren. Das sieht hier echt total irgendwie voll affig aus. Ich wollte das ja doch schon ein bisschen schön haben. Soll ja nicht ganz so bescheuert aussehen. Wieso schläfst denn du eigentlich auf dem Boden? Was bist denn du für ein Spinner? Zwerg auswählen. Du hast irgendwie auch keine Ausrüstung oder was? Ach, du hast das ja nicht, stimmt. Das legen die alles ab, wenn sie schlafen. Schnell vergessen. Ich vergesse das ständig. Ah, hier unten könntet ihr ja mal das Schneezeug da ersetzen gegen ein vernünftiges Material. Hier oben würde ich das auch gerne machen. Schnee ersetzen. Einfach nur, weil das sieht irgendwie auch total doof aus. Es muss ja wenigstens optisch ein bisschen schön aussehen. Ja, die Zwerge sind hungrig. Ich weiß es doch. Wenn ich doch aber nichts zu fressen habe, was soll ich denn machen, Mann? Ich habe keine Kohle mehr. Wir brauchen auf jeden Fall Kohle, Jungs. Sonst können wir auch kein Fressen mehr herstellen. Dementsprechend müsst ihr jetzt hier unten auf jeden Fall weiterarbeiten. Das geht nicht anders. Auch wenn ich das eigentlich noch nicht machen wollte. Da drüben gibt es noch irgendwelche Geschenke. Die würde ich natürlich sehr gerne ernten. Da dürft ihr euch dann auch gleich hinarbeiten. Hier oben alles fertig. Dann kann ich nämlich das ganze Gerüst wieder abbauen. Und das da unten meine Produktion nutzen. Ich stelle euch hier auch einen Teleporter hin, damit ihr schnell arbeiten könnt und nicht so ewig stundenlang durch die Gegend laufen müsst. Mana ist ja nun wirklich nichts, was ich sparen muss. Davon ist mehr als genug vorhanden. Ich könnte eventuell noch drüber nachdenken, hier für meine Zwerge noch so ein paar Transportdinger zu bauen. Habe ich den Dämonenjägerhut immer noch übrig? Hatte ich das nicht jemandem gegeben? Ja, ich habe noch einen. Oh, ich habe zwei davon. Das ist aber toll. Oh, der hat 20 Rüstung. Irgendwann hatte ich doch noch mit einem ollen Stahlhelm. Der kann dann auch. Oh, du? Rostiger Helm sogar. Du darfst dann auch das Ding benutzen. Jetzt siehst du auch total stylisch aus, wie so ein Pilger. Nee, nicht Pilger. Wie heißt die nochmal? Doch, nicht Pilger? Ach, ist auch egal. Ist ja wurscht. So, hier alles weg. Die Kohle wird komplett benötigt. Hier kommt natürlich ein Gerüst hin, damit ihr da auch arbeiten könnt. Ah, Ungeziefer, schlag das Ungeziefer tot. Da unten müsste ich dann eventuell noch ein paar Fackeln hinsetzen. Ah, ich habe noch meinen schönen Esstisch aus Eis gefertigt. Den kann ich mir auch noch aufbauen. Aber Fackeln wollte ich jetzt. Wo waren denn die Fackeln? Hier sind die Fackeln. Möchte ich da unten auch noch haben, damit das hier ein bisschen beleuchtet ist. Ah, da Quatsch, da ist doch eine. Hier kommt einer hin, da kommt einer hin und dann kommt nachher hier hinten noch einer hin. Wenn es geht, geht nicht. Die Kiste hier. Entfernt hier, die möchte ich haben. Ich möchte die haben. Und wenn ich die haben möchte, müsst ihr die entfernen. Also tut das jetzt. So. Ich werde angegriffen. Da kämpft da hinten immer noch gegen den Jedi. Ja, mach weiter. Töte den Jedi endlich und dann ist gut. Ein Problem weniger. Der Baum hier muss noch weg. Und ich möchte meinen wunderschönen Esstisch aufbauen. Den hätte ich gerne. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das da hier nochmal unterteile. Ich baue ihn erstmal hier drüben hin. Dann überlege ich mir das später. Jetzt habe ich diese wundervolle Truhe. Wundervolle Truhe. Kann man nützliche Gegenstände verstauen. Also das ist einfach absolut totales Highlight. Dann hier so dazwischen. Es sieht aber auch echt affig aus. Die Betten sind so groß, dass das total blöd aussieht, wenn da noch was daneben steht. Aber ist egal. Die kommt ja oben. Neben das Bett habe ich jetzt beschlossen. Da ist jetzt der neue Esstisch aus Eis.
Den würde ich auch gerne bestücken, nur viel Auswahl habe ich im Moment nicht. Es ist halt einfach so, wenigstens etwas. Besser wie gar nichts. Ich kann jetzt Stahlschwerter herstellen. Ach, ihr habt nur eins gefunden. Ich dachte schon, ich kann jetzt welche herstellen. Ich war schon in großer Hoffnung, ich könnte die jetzt herstellen, aber ihr habt bloß eins gefunden. Ist mir eigentlich egal. Da kann ich das nicht. Dann möchte ich, dass hier das einfach alles aberntet. Alles abbauen. Das kann ich bestimmt alles für mich noch gut verwerten. Sammelt das mal alles ein. Kohle habe ich jetzt wieder. Dementsprechend kann ich auch wieder Nahrung herstellen. Da ist jetzt natürlich das Ding, ich brauche ja Fisch, um weiter fortzuschreiten. Also werde ich mir jetzt eine Angel fertigen und einen meiner Leute losschicken, Fische fangen. So, das große Problem ist nur, wo finde ich überhaupt Fische? Ich habe noch gar nicht so geschaut ganz genau, aber ich glaube, es gibt hier gar kein Wasser. Es gab ja bloß Eis hier. Hinten ist Wasser. Aber da scheinen keine Fische zu sein, weil das ist ja auch der Kartenrand. Das ist natürlich jetzt mies. Mit wie vielen Leuten musstet ihr den Yeti denn da totschlagen? Wollt ihr mich verarschen? Seid doch alle Spinner, ey. Weil ich glaube, das gibt kein Wasser. Also ich müsste mal schauen, ob ich nicht unterirdisch irgendwo einen See finde. Eventuell hier drüben. Oder halt hier. Oder ist auch noch ein großes Auge. Das könnt ihr mal totschlagen. Dass ich nämlich eventuell mal irgendwo Wasser finden müsste, um dann auch Fische fangen zu können. Sofern denn in dem Wasser, was ich dann irgendwo eventuell finde, auch Fische sind. Das kann ich ja jetzt schlecht vorhersehen. Mal schauen. Ob das Auge tot. Zippelt doch da nicht so lange rum, tötet es einfach. So, sehr schön. Ja, es heißt jetzt in erster Linie Wasser finden. Das ist jetzt einfach so. Muss auf jeden Fall Wasser finden, sonst komme ich hier nicht mehr vorwärts. Natürlich nicht so geil. Ist echt nicht so geil. Das finde ich jetzt echt irgendwie total mies. Dass ich jetzt erst Wasser brauche. Okay. Ja, auf der Eiswelt ist natürlich blöd. Also ich kann keine Fische fangen, wenn ich kein Wasser habe. Ist logisch, ne? Ergibt Sinn. Und Eisangeln geht hier, glaube ich, nicht. Wäre natürlich schön, aber noch kein Wasserreis. Dann könnte ich die einfach mit der Spitzhacke rausholen. Ja gut, ist egal. Eine Angel könnt ihr mir trotzdem noch bauen. Ah, ne, habt ihr ja schon. Stimmt, ihr habt ja schon eine Angel gebaut. Ich hatte einen, der war mit Fischen ausgebildet. Der konnte das hier. Du warst ja so. Quatsch. Tischler. Nicht Fischer. Da stand Tischler. Hier ist der Fischer. Die Kletterschuhe. Eigentlich nicht mehr. Die nehme ich nicht mal weg. Weil ich habe jetzt wirklich was viel Schöneres. Ne, habe ich nicht. Wieso nicht? Ist die Angel. Habt ihr die noch nicht? Ich hatte die doch schon im Inventar. Die stand doch hier schon drin. Bau mir noch eine. Baut mir noch eine. Wenn ihr das nicht machen wollt, wie ich das will, dann baut ihr noch eine. Schweine. Ich möchte auch, dass ihr hier weiterarbeitet, in der Hoffnung, dass ich da unten noch irgendwo Wasser finde. Weil das wäre schon ganz schön, Wasser zu finden, dem dann auch die nötigen Fische vorhanden sind. Damit ich dann auch angeln kann. Wäre schon nicht schlecht. Schön weiter nach unten arbeiten. Nicht vergessen hier die ganzen schönen Steine, die müsst ihr auch alle mitnehmen, die will ich haben. Damit will ich auch noch mein Gebäude weiterbauen. Die Leitern könnt ihr hier übrigens auch abmontieren, Jungs. Die kann ich auch mitnehmen. Müssen wir ja nicht liegen lassen, die schönen Sachen. Da ist auch noch eine Leiter. Das könnt ihr alles mitnehmen. Alles schönes Material, was ich gut verarbeiten kann. Also nehmt das mal mit. Ich erleichtere euch hier auch mal den Aufstieg, damit ihr euch da nicht quälen müsst. Nicht vergessen, die Steine mitnehmen. Die Leitern könnt ihr auch von mir aus gleich hier wieder montieren. Ist ja nicht so, dass ihr die jetzt noch Kilometer weit wegschleppen müsst. Könnt ihr den aufbauen. Natürlich hier rüberlaufen. Ich will jetzt, dass das da drüben weitergeht. Alles abgebaut. Alles, was ich haben wollte, haben sie eingesammelt. Das ist wichtig. Das ist mir erstmal egal. Das kann jetzt weg. Da ist Wasser. Oh Mann, da ist Wasser. Ich glaub's nicht. Da ist echt Wasser.
Da ist wirklich Wasser. Holt mir das Wasser, Leute. Oh, das Portal ist fast zu Ende. Los, lad es auf. Grabt euch weiter zum Wasser vor. Ich will wissen, ob da auch Fische sind. Ob das nur so ein Tröpfchen ist. Scheint aber ganz gut zu sein. Sieht nicht schlecht aus. Könnt ihr hier auch noch ein bisschen graben? Wäre schon nicht uncool, wenn ihr das machen würdet. Weil ich muss dann nur schauen, dass ich das Wasser alles genau, da hinten geht's weiter, dass ich das Wasser alles möglichst auf einen Punkt vertiefe, um dann so eine große Fläche zu schaffen für eventuell Fische. Im Regelfall entstehen die dann auch von ganz alleine, sofern denn genug Wasser da ist. Ist auch noch Kohle ohne Ende, die könnt ihr natürlich auch noch abernten. Schöne Kohle. Ich hätte da ja nicht versickern lassen. So, dann möchte ich, dass ihr hier die ganze Sache auch einebnet, damit ich hier dann gleich auch einen vernünftigen Durchgang habe zu meinem Wasser. Muss ich nur schauen, dass ich das noch irgendwie optimiert kriege mit der Fläche hier. Das ist natürlich nicht so einfach. Das muss ich dann von unten irgendwie machen. Das werde ich mir gleich überlegen, wie ich das am besten mache. Damit die Zwerge da auch perfekt arbeiten können. Außerdem können wir natürlich noch ein paar Gerüste bauen mit dem Material, was ich noch so habe. Das ist nämlich nichts. Ich brauche mehr Bretter. Also Bretter bauen. Bretter herstellen, 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 herstellen. Produziere mir einfach mal 30 Bretter und dann ist gut. Und währenddessen können deine Kollegen hier den ganzen Wald, den ich ja künstlich erzeugt habe, mehr oder weniger wieder entfernen, um natürlich wieder Unmengen an Holz zu produzieren. Hier eine reine Beschäftigungstherapie. Und ich möchte auch, dass meine schönen Eisspieße wieder aufgestellt werden. Damit nachher nicht hier wieder die totale Zombie-Action ausbricht. So. Gut. Der produziert wunderschön. Da ist ganz viel Ungeziefer. Das Gerüst steht noch. Ich wollte, dass sie das hier auffüllt. Dass sie hier einen Durchgang baut. Dann hier natürlich auch auffüllen. Hier weiter runter. Das ganze Zeug könnt ihr auch noch mit abernten. Ach, die Zwerge sind hungrig. Ja. Ich war doch bloß da unten, um Kohle zu holen und habe vergessen, jetzt Fressen herzustellen. Natürlich total intelligent, wobei ich ja immer noch gerne Fisch herstellen würde, aber das geht nicht. Hab nicht die nötigen Ressourcen. Also machen wir hier so wunderschönes Fressen. Und noch ein paar schöne Eiergerichte. Können wir noch irgendwas machen? Schöner Salat, irgendwas Sinnloses. Aber dann habe ich schon mal fressen, dann kann ich das gleich auf den Tischen auch verteilen, damit die Zwerge was zu essen haben. Ich kann hier auch einfach mal ein bisschen Speck hinlegen. So schön hier wunderschöne Schweinefett, das ich aus den Yetis geschnitten habe, weil Yetis sind ja auch bloß Schweine. Große, weiße, haarige Schweine. Ah, da steht übrigens einer und verprügelt mein Haus und keiner macht was. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Mann, ey. Er reißt da unser Haus ab und alle stehen bloß und gucken. Den Yeti fertig. Das große weiße Schweinchen muss geschlachtet werden. Wir ein bisschen schönes Schweinefett haben. Ah, der Kollege hat es gleich eingesammelt. Ah, das schöne, leckere Schweinefett. Njam, 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 njam. Da freut sich die Zwergenseele, wenn sie Schweinefett zu fressen kriegen. Wo sind denn jetzt die verdammten Türen? Ach so, hier. Nee, nicht hier, nein. Da, genau. Die Tür hat mir der Yeti doch eingeschlagen. Dann müsst ihr die auch wieder aufbauen. Ja, hier auch, dass sie wieder zu ist, hier die ganze Sache. Die Produktionsgebäude, beziehungsweise Sachen werde ich jetzt demnächst dann auch verlagern. Wenn wir das hier alles ein bisschen schöner machen, werde ich hier noch doppelten Keller bauen, sozusagen. Das dann auch mit Steinen jetzt ja, verbessern. Schöner machen. Mal alles mit Steinen hier. Macht mir mal alles in Stein, Leute. Ja, auch. Alles in Steine machen. Solange wie wir die Steine noch haben, können wir sie auch bearbeiten. Dann steigt erstens die Sicherheit und zweitens auch die Optik. Dann auch schöner. Ein Paket. Naja, mal schauen, was denn da so Schönes drin ist. Ich gleich. Ich will jetzt hier erstmal meine Steine überall haben. Wo ist denn das Paket da oben?
Ein komischer Kürbiskopf oder was auch immer das ist. Ach, hier oben ist alles zugewuchert. Ja, weil da keine Fackeln sind, das ist kein Licht, ich weiß. Ich habe da kein Licht hingebaut. Es tut mir so unendlich leid. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie leid es mir tut, dass ich da kein Licht hingebaut habe. Jetzt aber ehrlich gesagt doch egal. Bräuchte so eine schöne Stehlampe? Vielleicht. Aber ich glaube, ich baue da doch lieber die wundervollen Hängelampen hin. Die bringen wenigstens noch ein bisschen Komfort. Benötige ich aber erstmal wieder Öl. Für das Öl habe ich eigentlich alles. Auch nicht wirklich. Genau. Waschen. Da sind die erstmal alle wieder gut beschäftigt hier. So, alle reichlich zu tun. Sollen sie mal fleißig vor sich hinarbeiten. Zwerge. Wie sieht es eigentlich aus mit meinen Gerüsten? Kann ich schon wieder Gerüste bauen? Ja, schön. Gerüste, Gerüste, Gerüste. Es ist so, Gerüste sind so eine Sache, davon kann man einfach nicht genug haben. Kann einfach nicht genug davon haben. Es ist einfach so. Das ist einfach so. Ich kann das gar nicht anders sagen. Von Gerüsten kann man nicht genug haben. Und dann muss ich mir jetzt hier gleich nur noch anschauen, wie ich das am besten organisiere, dass da das auch alles funktioniert, wie ich das möchte. Weil ich behaupte, ich sollte das einfach untergraben und dann ein bisschen weiter zusammenlaufen lassen, dass ich hier unten nur noch so ein kleines Becken habe. Da ist dann mehr Wasser drin, beziehungsweise es ist insgesamt mehr. Dann habe ich eine gute Chance, dass da auch Fische entstehen. Ich dann angeln kann. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Es ist immer gut, ne? Also die Hoffnung nicht aufzugeben ist immer gut. Ob es am Ende dann auch funktioniert, ist natürlich eine andere Sache. Wir sehen jetzt dadurch, dass ich alles in Stein gemacht habe, ist der Komfort schon bei 50% inzwischen. Wenn dann die Steinmauer komplett abgeschlossen ist und ich hier noch ein bisschen Dekoration baue und wie geplant auch die Maschinerie weiter nach oben verlagere, dann haben wir auch noch mehr Prozent und die Zwerge erholen sich da auch wesentlich schneller. Was natürlich nicht gerade verkehrt ist. Hier oben ist der Komfort natürlich immer noch auf Null, weil das Gebäude ist ja noch nicht fertig und ich weiß auch nicht, wie lange das noch dauern wird. Dass alles sehr schleppend vorangeht. Die Jungs sind auch nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Das muss ich einfach mal wieder dazu sagen. Wir könnten ruhig ein bisschen schneller arbeiten. Hier unten ist auch noch Wasser. Okay, dann könnte man jetzt natürlich auch noch die Alternative in Erwägung ziehen, dass ich das Wasser von hier drüben dorthin leite. Das ist ja abschüssig. Leicht abschüssig. Dann könnte ich, wenn ich jetzt hier so schräge die Steine verlege, könnte ich auch beides zusammenleiten und hier unten dann direkt hier einen See machen. Einen großen, weil ich habe ja zweimal Wasser. Das ist natürlich die doppelte Menge dann. Das könnte man dann tun, muss ich mir noch überlegen. Vielleicht sind hier auch schon direkt Fische, dann spare ich mir das einfach, aber das weiß ich ja jetzt noch. Das muss ich dann schauen. Ich müsste aber natürlich erstmal hier noch eine Fackel hinbauen. Wir auch Licht haben. Inzwischen kriegt ihr jetzt hier ein Portal, dann müsst ihr das da oben nicht mehr nutzen und ich kann das Gerüst wieder haben. Und da hinten brauche ich keine Fackel. Da bauen wir jetzt erstmal nichts mehr. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das organisiere. Hier kann natürlich jetzt wieder eine Leiter hin. So, das sieht gut aus. Da sind Fische. Ah, herrlich. Dann kann ich jetzt natürlich einen ausrüsten mit einer Angel. Ein bisschen Koch. Ja, irgendwo ein Fischer. So. Ja, Müller, Fischer. So, wo ist jetzt die blöde Angel? Ist sie nicht da? Müsste doch hier sein. Mich eigentlich alle feiern? Ich hab doch, laut meiner Produktion besitze ich zwei Angeln. Ja. So. Muss ich die jetzt hier reinziehen oder was? Das bringt mir aber auch nichts. Sich ausrüsten, das weiß ich doch, aber wieso sind die nicht hier? Wieso ist die Angel nicht da? Will ich mich verarschen? Ihr Nutzen. Ist jetzt erstmal den Sporn noch hier. Kannst du, weil du, weiß ich nicht, so lustig drauf bist, auch noch so eine tolle Lampe haben? Ist noch so eine Schmiedeschürze? Einfach nur, weil ich es kann und weil ich es übrig habe. Auch. Ja, komm, bitteschön. Ist noch eine Säge, brauchst du zwar auch nicht, aber ist egal. Ich kann immer noch umstrukturieren, wenn ich das Bedürfnis dazu habe. Ja, du bist Bergarbeiter, hier kannst du auch noch das Programm. So, auch immer jetzt meine zwei Angelrouten sind, sie sind nicht da. Das ist natürlich traurig. Dort sind auf jeden Fall schon mal Fische, das ist sehr gut. Das finde ich sehr schön.
Und ich würde jetzt trotzdem aber gerne versuchen, dann trotzdem noch beide Seen zusammenlaufen zu lassen, einfach nur um einen größeren See zu haben, wobei ich ja noch nicht weiß, wie groß der See jetzt hier letztendlich ist. Das würde ich natürlich auch gerne herausfinden. Dafür muss ich jetzt nur meine Zwerge ein wenig malträtieren und hier hinten eine Fackel aufbauen lassen, damit wir da ein bisschen mehr Optik bekommen. Aber ich denke mal, das wird dann in der nächsten Folge passieren, weil diese Folge werde ich jetzt mit dem jetzigen Stand auch beenden. Ich bedanke mich zumindest bei allen, die zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein hier bei Greifer Company zu einer neuen Folge dann von Craft the World oder eventuell die Gilde 3 ist ja auch immer noch am Laufen. Ich bin auch noch fleißig am Produzieren bzw. am Vorarbeiten, damit ich euch auch noch ein bisschen was präsentieren kann. Shafi macht auch momentan noch relativ viel Gremlins, da ist auch immer gut was zu schauen und damit würde ich sagen, lasst noch ein paar nette Kommentare da, Wünsche, Anregungen oder Kritik, je nachdem, wie es euch am Herzen liegt und ja, macht's gut, Kameraden. Ciao, ciao, euer Greifer.